Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich bin jetzt hier am Hauptbahnhof und warte auf meinen Zug nach München. Ich reise denn heute schon nach München an, um dann morgen ganz in Ruhe weiter zum Schliersee zu fahren und möchte heute Nachmittag, falls es die Zeit zulässt, nochmal zur Mercerie gehen. Ich bin gespannt, die hat ja nur bis 14 Uhr auf. Also wenn mein Zug keine Verspätung hat, dann müsste ich das eigentlich schaffen. Ja, ich berichte euch, während ich jetzt hier unterwegs bin und wünsche euch erstmal heute einen schönen Samstag. Tschüss! Hallo ihr Lieben, ich war jetzt gerade in der Mercerie und habe mir das hier mal alles angeguckt und bin froh hier gewesen zu sein. Der Laden hier ist wirklich richtig schön und gut bestückt. Ja, ich versuche auch jetzt im Strickurlaub euch einiges aufzunehmen und Fotos zu machen, so wie hier von der Mercerie. Da habe ich auch Fotos gemacht und Videos gedreht. Und möchte gerne, wenn ich zurück bin, für euch einen Vlog machen, einen Strickurlaub-Vlog mit Inspiration der Mercerie und des Strickurlaubs. Ich freue mich, morgen geht es dann los zum Strickurlaub und jetzt werde ich noch ein bisschen München City unsicher machen und was Leckeres essen gehen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Hier ist heute zumindest ein richtig schöner sonniger Tag. Ja, bis bald. Tschüss.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe jetzt hier am Münchner Hauptbahnhof und warte auf meinen Zug. Der geht nämlich um 11.30 Uhr weiter zum Schliersee. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Das ist alles sehr, sehr aufregend für mich, das alleine zu managen. Aber Frauenpower, ich schaffe das. Und der Urlaub kann dann nachher, wenn ich da ankomme, starten. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und wenn ihr wollt, ich werde ab und zu mal was posten. Und natürlich Fotos machen und aufnehmen für den Vlog dann nach dem Urlaub. Ja, liebe Grüße von mir für euch. Tschüss, bis bald. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon der Mittwoch im Strickurlaub am Schliersee. Ich glaube, der 15. März ist heute, 23. Und heute schneit es hier. Schaut mal. Die ganze Nacht hat es, glaube ich, schon geschneit. Da oben, die Spitze vom Berg, kann man kaum noch sehen. Ja, und es ist wunderschön. Heute habe ich meinen Dallas-Wetter an. Und ich wollte im Schnee nachher mal ein paar schöne Tragefotos machen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch heute. Und ich werde jetzt demnächst auch wieder ein bisschen mehr fotografieren und filmen, damit ich euch schöne Sachen und Materialien für den Vlog zusammenstellen kann. Ja, dann sage ich mal bis zum Wochenende oder morgen. Mal schauen. Bis später. Tschüss, eure Steffi. Thank you.
jetzt hier mal runter zum Schliersee gegangen für euch. Und ich werde jetzt einfach mal hier meinen Selfie-Stick ein bisschen bewegen. Dann könnt ihr mal die schöne Landschaft sehen. Das ist ein wunderschöner See hier, wo man einmal komplett drumherum laufen kann. Und heute hatte ich das Glück, dass es hier nochmal geschneit hat. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu schnell für euch. Das Wetter, ja, ich finde, es ist ein Traum. Wir hatten Sonne, wir hatten aber auch Regen. Zum Stricken ist das ja auch immer ganz schön. Und heute hat es geschneit. Und wunderbar für den Dallas-Wetter, weil dann kann ich ja auch nochmal einfach Fotos für euch machen. Denn so tolle Tragefotos hatte ich noch nicht. Ja, das ist hier sehr schön. Wir stricken von morgens bis abends, für die, die das gerne möchten. Und morgens gibt es erstmal ein sehr, sehr leckeres Frühstück. Die Damen, die hier sind, sind alle sehr nett. Wir sind eine sehr, ja, lustige Runde. Und harmonieren alle sehr miteinander. Das finde ich auch sehr schön. Und die Linie ist eine ganz, ganz liebe. Die bringt immer sehr viel Wolle mit. Wo man dann auch, wenn man nichts mitnimmt oder sich noch inspirieren lassen möchte, hier vor Ort auch Wolle kaufen kann. So. Ich muss mal schauen, ich bin mit der Mandy von Mandy strickt jeden Tag hier. Ein Selfie hatten wir schon gemacht, aber vielleicht hat sie ja noch mal Lust, meine Ware, mit mir zusammen noch mal ein Foto zu machen oder dass wir euch begrüßen. Da werde ich sie noch mal fragen, ob sie da Lust hat. Und ich kann jedem, der mal ein bisschen, also eine Woche entspannen möchte, viel stricken möchte, diesen Urlaub hier sehr empfehlen. Ich glaube, ihr hört auch das Wasser. Das ist ein See und es hört sich an, als wenn ich hier am Meer stehe. Und ja, schon allein für die Seele, dass man die mal ein bisschen baumeln lassen kann, ist es hier sehr schön. Ich hoffe, dass ihr das alles schön sehen könnt. So, zwischendurch kommt mal die Sonne raus, nachher soll es auch schön werden. Etwas windig ist es gerade. Ja. Ich hoffe, ja, ich sage zu oft, ich hoffe, aber es ist ja völlig egal, dass euch der Ausblick hier gefallen hat. So ein kleiner. Und sagt dann mal bis später, weil da kommt ja noch etwas mehr. Tschüss!
ihr Lieben. Ich wollte euch schön grüßen vom Schliersee. Heute sitze ich mit der Uschi hier. Das ist eine ganz liebe Strickverrückte, die mit mir hier im Urlaub strickt. Und wir haben uns bei dem schönen und tollen Wetter heute an den See gesetzt und stricken eine Runde. Ja, und im Zuge dessen möchte ich euch einfach mal die Landschaft zeigen. Ich drehe euch jetzt einmal ein bisschen rum, dann könnt ihr sehen, wie unsere Aussicht ist. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden und ich habe es nicht zu schnell gemacht. Es ist hier wirklich wunderschön. Was hältst du davon? Ja, sehr, ne? Schön, ja. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja, somit einen lieben Gruß vom Strickurlaub vom Schliersee. Wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.